Also, das Wichtigste ist erstmal erledigt. Jetzt können wir anfangen. Auch bitter nötig. Ja. So, erstmal wollen wir uns ganz kurz vorstellen. Ich bin der Marc. Ich bin der Tobi. Und wir sind die Biersommeliers. Und ja, was euch in diesem Video erwartet ist, wir wollen erstmal uns vorstellen. Dann wollen wir unser Projekt die Biersommeliers vorstellen, was unsere Ziele damit sind. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Genau, vielleicht fangen wir damit an, wie es dazu kam. Wie es dazu kam, genau. Willst du, soll ich? Ja, also wir sind halt Freunde, treffen uns regelmäßig mal. Und ja, irgendwie hat sich das dann bei uns so etabliert, dass jeder mal irgendwie so eine neue Biersorte mitbringt. Wir haben auch so ein bisschen so eine Bier-App, wo wir so ein bisschen Bier sammeln. Die verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall, die App für jeden Biersommelier ein Muss. Das ist richtig, ja, genau. Ist eigentlich eine ganz coole App, ohne jetzt großartig Werbung dazu machen zu wollen. Also da kann man halt Biereinloggen fotografieren und bewerten und macht auf jeden Fall Spaß, da ein bisschen Biereinträge zu sammeln. Und deswegen bringen wir uns halt immer gegenseitig dann unterschiedliches Bier mit. Und genau, wir trinken uns, ach, wir haben halt nicht die Sorte Bier, auf die wir festgefahren sind. Nee, wir sind da weltoffene, also wir probieren alles aus, haben keine Scheu vor den von anderen oder neuen Biersorten, also open-minded. Ja, wichtig ist nur, dass es schmeckt. Ja, und knallt. Genau, und ja, und auch so vorab so ein bisschen, unsere Einstellung ist auch so, dass es Bier gibt es praktisch in jedem Land der Welt. Ja, definitiv. Jedes, oder fast jedem Land hat sein eigenes Bier und ja, irgendwie verbindet Bier. Bier macht Freundschaften. Auf jeden Fall, ja. Das habe ich auch, also überall auf der Welt, genau, wird Bier getrunken und ist ja auch bei uns so gewesen. Wenn wir uns mit anderen Freunden treffen, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man sich mit Jungs trifft. Keine Ahnung, da bietet man nicht zuerst, wenn er kommt, dann willst du ein Wasser trinken, willst du eine Cola trinken. Ja. Also direkt wird ein Bier angeboten. Und ich sag mal, zu 95% der Fälle wird das ja auch akzeptiert und angenommen, sage ich mal so. Also ja. Ich käme nie auf die Idee, wenn jetzt der Tobi zu mir kommt und ich würde sagen, hey, Tobi, willst du einen Saft trinken oder sowas? Also da wird direkt ein Bier angeboten. Also, wobei, ein Gerstensaft? Ja, ja, ein Gerstensaft, genau. Ja. Ja. Also so kam es dann einfach dazu. Wir haben uns dann immer getroffen und irgendwann kam die Idee auf, ja, wollen wir nicht mal, Marc ist eh schon im Bereich Social Media, YouTube aktiv und dachten wir halt so, klar, können wir auch mal da mal so ein Projekt mit reinnehmen. Einfach was halt auch Spaß macht. Ja. Und weil es gut schmeckt. Ja. Und wir halt immer einen Grund haben, Bier zu trinken. Genau, das ist auch wichtig für die Frauen. Wir müssen quasi jetzt geschäftlich Bier trinken. Also, ja. Vielleicht kann man es ja auch irgendwann mal von der Steuer abziehen. Ja. Das ist erstmal soweit zum Projekt, oder? Genau. Und ja, wir haben jetzt einfach vor, in nächster Zeit dann halt natürlich mehrere Videos euch zu liefern. Und wir haben uns das halt so vorgestellt, dass wir zum einen, so, wir wollen es dann einfach mal so die Bierrunde nennen, wo wir einfach mal ein Bier mit euch trinken. Gerne könnt ihr natürlich das Bier dann auch kaufen und mittrinken. Wir werden euch bestimmt vor jedem Video auch nochmal darauf vorbereiten, genau, welches Bier es geht. Ja. Genau. Und ja. Und in jeder Bierrunde werden wir das Bier trinken, darüber das Bier sprechen. Und wir haben uns das halt so vorgenommen, dass wir das Bier am Ende auch bewerten. Ja. Ein Gütesiegel von uns, von den Biersommeliers, weil nicht jedes Bier wird wahrscheinlich ein gutes Bier sein. Darum, ja, wir wollen auf jeden Fall diesen Bewertungsfaktor mit einbeziehen und unseren eigenen Stempel verleihen. Ja, oder Kronkorken. Ja, Kronkorken in dem Fall wird es sein. Und, aber Stempel trifft es auf jeden Fall auch gut. Und ja, wir haben uns halt gedacht, dass wir halt drei Stempel machen, Bronze, Silber, Gold. Und wenn ein Bier keinen Stempel von uns bekommt, dann heißt es nicht, dass es automatisch schlecht ist. Für schlechte Biere haben wir auch nochmal einen gesonderten Stempel. Ja, da lassen wir uns noch was einfallen. Da lassen wir uns nochmal einfallen, welche Farbe wir und so weiter nehmen. Aber bisher ist uns jetzt noch kein Bier. Ja, wobei doch vielleicht ein paar Biere. Ja, wir wollen noch nicht so viel spoilern. Ja. Also. Da wird auf jeden Fall auch noch was dazu kommen. Und ja.
Ja, und neben diesen gemütlichen Bierrunden, Biertalks, wo wir dann die Biere vorstellen und bewerten am Ende, werden wir auch noch allgemeine Videos machen über, oder über gewisses Bierwissen, sag ich mal so. Ne? Was ist Kölsch, was ist Pilz? Wir vergleichen dann vielleicht mal in der Folge mehrere verschiedene Kölscharten miteinander oder Biere aus verschiedenen Ländern oder sowas. Also da wird es immer so Spezialthemen auch noch geben. Ja, oder auch mal über das deutsche Reinheitsgebot zu reden, über solche Themen oder... Also alles, was das Bierherz begehrt quasi. Ja, also manchmal trinken wir auch nicht nur Bier, sondern geben dann auch nützliches Wissen weiter. Manchmal. Manchmal. Für unsere Bierfreunde. Und sorry. Ja, und parallel werden wir auch einen Instagram-Channel eröffnen, weil wir sind jetzt nicht gerade direkt Nachbarn, wir sind so eine Stunde Fahrt voneinander entfernt. Und daher ist es dann nicht möglich, immer gemeinsam ein Bier zu trinken, aber das werden wir dann halt uns gegenseitig dann in den Stories irgendwie ein bisschen zuprosten. Genau, uns manchmal gegenseitig betteln vielleicht auch, ne, wer ist heute Abend der Vollste oder sowas. Ja. Lasst euch überraschen. Wie gesagt, Instagram-Account wird sehr interessant. YouTube-Videos werden sehr cool werden und da dürft ihr euch auf einigen richtig geilen Bier-Content freuen. Ja, und das ist jetzt erstmal das, wo wir dachten, werden wir euch mit Bierwissen und Bierfreuden beliefern. Und wir haben natürlich auch ganz kurz, ne? We love Bier, also ganz klar. Ja. So, jetzt mal ein Schlückchen nochmal, weil es so gut tut. Ja, ich glaube, das war es erstmal soweit zu dem Projekt Bier-Sommeliers. Und noch ganz wichtig, also wir sehen nicht nur uns zwei als Bier-Sommeliers. Jeder, der uns hier folgt, der uns unterstützt, der Bier liebt. Genau, wir sind alle die Bier-Sommeliers. Ja? Das soll eine große Gemeinschaft werden, eine große Community für Bierliebhaber und darum. Ja, wo man sich auch über Bier austauschen genau kann. Vielleicht werden wir auch irgendwann mal so ein. Ja, haben wir auch natürlich jetzt so Ziele, die haben wir noch nicht ganz genau festgelegt, was halt in welche Richtung es am Ende im Idealfall gehen soll. Aber ich sag mal, wenn wir halt irgendwann so eine Plattform öffnen könnten, wo man sich dann halt einfach auch über Bier austauschen könnte, wäre halt eine schöne Sache. Ja, definitiv, ja. Vielleicht werden wir auch irgendwann nochmal einen eigenen Online-Shop, wo wir dann halt, sag ich mal, seltene Biere dann irgendwie für euch anbieten, die man jetzt nicht hier unbedingt überall in Deutschland im Supermarkt um die Ecke bekommt. Und wer weiß, vielleicht gibt es auch irgendwann mal ein eigenes Bier. Das wäre natürlich der Spitze des Eisbergs, ne? Wenn wir dann irgendwann unsere eigene Brauerei haben. Das war natürlich top. Erfahrung genug hätten wir dafür. Wenn wir uns durch die ganze Bierpalette der Welt probieren, dann können wir das perfekte Bier brauchen, hoffentlich dann später mal. Ja. Beziehungsweise vielleicht unser Wissen an auserwählte Bierbrauer weitergeben. Weil, man darf das ja nicht unterschätzen, so ein Bierbrauer ist schon durchläuft eine harte Schule, ist eine Kunst und ja, am Ende sind dies, die uns am Wochenende immer unterhalten. Die gute Laune machen. Ja, die gute Laune machen. Auf jeden Fall noch einmal auf die Bierbrauer. Auch nochmal nachziehen. Ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal zu unseren Zielen, zum Projekt, die Bier-Sommeliers. Und jetzt stellen wir uns mal ein bisschen genauer im Detail vor. So, komm, ich fange einfach mal an und. Ich will gar nicht groß auf meine Lebensgeschichte oder sowas eingehen, denn hier geht es ums Bier. Wir sind die Bier-Sommeliers und darum einfach mal meine Geschichte oder meine Story zum Bier trinken, sage ich jetzt mal so. Also ich bin der Marc, ich komme aus der wunderschönen Eifel. Darum eigentlich in der Eifel, das Bier Number One ist Bitburger Pils, kein schlechtes Bier. Aber dadurch, dass meine Familie aus Köln kommt, ich selber in Köln gearbeitet habe, dadurch viel Zeit in Köln verbracht habe, ich bin halt ein Kölsch-Trinker, muss ich einfach mal sagen. Wenn ich mir persönlich Bier kaufe, dann in der Regel Kölsch. Ja. So. Aber dadurch, dass ich in der Eifel aufgewachsen bin und wenn man da irgendwo bei Partys war, gab es in der Regel immer Bitburger. Und von daher habe ich von Anfang an nie diese typischen, wie soll ich sagen, Rivalitäten gehabt zwischen Bieren. So, ne? Also, ja.
Hinzu kommt noch, dass ich gerne reise und für mich, ich liebe das Reisen und wie sagt man so schön, Liebe geht durch den Magen, aber in diesem Fall geht die Liebe durch die Leber. Also ich liebe es, wenn ich unterwegs bin in den anderen oder in fremden Ländern, die verschiedenen Biere zu probieren und ja, wie gesagt, das ist für mich diese Vielfalt, die es da gibt, in jedem Land gibt es Bier, egal ob du jetzt auch in arabischen Ländern bist, wo eigentlich Muslime sind oder sowas, ne? Und ja, dadurch kam es auch so ein bisschen, dass ich gedacht habe, so Tobi ist ein super Partner dafür, weil der auch so einen sehr feinen Gaumen hat. Einfach zu sagen, ja, lass uns mal die verschiedenen Biere, die es so gibt hier in Deutschland, aber auch weltweit zu analysieren, zu probieren und ja, vielleicht daraus eine geile Community aufzubauen. Das war es soweit, glaube ich, von mir. Ja, auf jeden Fall eine schöne Vorstellungsrunde von dir. Auf danke, das also erstmal ein Schlückchen. Sagen wir mal eins ja. Drauf, ne? Nee. Dann kommen wir mal zu mir. Ja, ich bin der Tobi. Ich komme direkt aus Köln. Dadurch bin ich auch mit Kölsch groß geworden. Das sind halt so die Biere, logischerweise, mit denen man in Köln am meisten Kontakt bekommt. Aber ich bin auf jeden Fall auch offen für anderes Bier. Ich finde, Kölsch wird oft unterschätzt im Geschmack sowie im Alkoholgehalt, aber dadurch gehen wir auch bestimmt nochmal in anderen Folgen weiter drauf ein. Aber mit Sicherheit gibt es auf jeden Fall auch schlechte Kölsch-Sorten. Die werden wir auch als Kölsche Jungs und Kölsche Sympathisanten und so weiter auf jeden Fall nochmal neu genauer analysieren. Auf jeden Fall, ja. Aber ich trinke auch gerne Pilz, ich trinke auch gerne das Bitburger aus der Eifel. Generell hat die Eifel auch noch viel Schöneres, ohne jetzt Bitburger schlecht machen zu wollen. Aber es gibt auf jeden Fall viel Interessanteres noch in der Eifel. Auf jeden Fall, da kommen wir auch auf jeden Fall zu. Ne? Und das trinke ich halt auch gerne. Ich selber bin auch so ein kleiner Irland-Sympathisant. Bin so, oft da. Pale Ales auch, oder was hast du mal gesagt? Pale Ale, vor allen Dingen, ich liebe die Red Ales. Red Ales hast du gesagt, und, genau. Ich bin jetzt tatsächlich demnächst auch in Irland, da werde ich auch nochmal für ein paar Runden für unsere Bier. Ja, ich wollte sagen, hoffentlich bringst du ein paar gute Biere mit, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann werden wir auf jeden Fall ein bisschen Red Ales trinken. Da werde ich auf jeden Fall mindestens ein, zwei Mal mitbringen für uns. Ich freue mich. Auf jeden Fall. Und ja, ich bin da halt relativ offen. Hauptsache, das Bier schmeckt. Und ja, also wie gesagt, Kölsch lieben wir beide. Auf jeden Fall, ja. Aber man muss auch aufpassen, welches Kölsch. Und ja, wir sind halt offen für alle Biere der Welt. Genau. Und das macht uns, glaube ich, zu den perfekten Bier-Sommeliers, weil wir genau so ja, offen daran gehen. Wir haben keine Vorurteile irgendwie. Wir mögen es einfach, uns durchzuprobieren durch die Palette, die es halt echt gibt. Und die ist enorm. Und ich denke auch in der Zukunftszeit werden wir das ein oder andere Bier probieren werden und wir freuen uns, was alles kommt. Was für kuriose oder spezielle Biersorten aus welchen Ländern auch immer kommen werden. Und auch da werden wir schon ein paar Kuriositäten finden. Auf jeden Fall und wie gesagt. Ja, ich habe gehört, die nächste Folge oder unsere erste Folge geht mit Richmodes Kölsch. Ja, bleibt, es bleibt regional. Wie gesagt, Kölsch für uns beide ein großes Thema. Und ja, viele, die nicht aus Köln und der Umgebung kommen, die kennen halt die großen Marken. Ne? Gaffel, Reisdorf, Früh. Also es gibt so, so viel mehr Kölschsorten. Und da wollen wir direkt mal eine kleine, aber feine Sorte raussuchen. Und ja, Richmodes Kölsch. Ne? Ja. Aber auch um jetzt hier die Nicht-Kölsch-Freunde zu verschrecken, wir werden jetzt in nächster Zeit auch natürlich dann auch irgendwann auf, ja, ich sag mal, Kölsch wird irgendwann wahrscheinlich ein kleiner Standpunkt werden. Sicher, genau. Sicherlich werden wir auf jeden Fall mal ein paar reine Kölsch-Folgen drehen, vielleicht auch mal so unsere Lieblings-Kölsch-Sorten, dass man darauf reingeht. Aber im Prinzip braucht man da auch, wenn man jetzt Kölsch nicht mag, was ja öfters mal in Deutschland vorkommt, wie gesagt, die Palette ist ja keine Sorgen haben, allein in Deutschland schon so groß. Kölsch ist eher ein kleines Standbein, sag ich mal so. Und da werden wir genug Futter haben für alle anderen Bierliebhaber. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ja. Wir hoffen, wir haben euch jetzt hier ein bisschen warm gemacht. Dazu gebracht, mal ein Bier kalt zu stellen für die nächste Folge. Ja, genau.
Frischmodis, also stellt es euch kalt, dann könnt ihr ja mit uns kosten. Ja. In 2 Wochen geht's los und ja, ja, wir freuen uns. Darauf erst einmal ein Schlückchen und Cheers. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.